Fußball ist das Wichtigste in meinem Leben, definitiv. Ganz, ganz einfacher Punkt. Ich hatte meine 48 Stunden Busfahrt und da denkt man vorher auch, was mache ich jetzt? Aber man steigt ein und steigt wieder aus. Groundhopper sind ruhelose Menschen grundsätzlich schon, weil sie halt extremes Fernweh haben und immer auch bei der Tour die nächste Tour planen. Und ich würde natürlich auch gerne das EM-Stadion sehen. Ist dann die Frage, ob man noch was vorher hat. Ich kann heute Fußball gucken. Jetzt, morgen ist gerade weg. So sieht es aus, wenn Liga zu einem Auswärtsspiel ankommt. This game is not only on the pitch, because football without fans is nothing. Authentisch hier dran ist eben, dass die Leute hier, jeder im Stadion nur hier ist, um das zu sehen. Wunderbar, ist ehrlich. Fußballplätze, im Englischen Grounds genannt, haben für Jan-Hendrik Gruszecki eine magische Anziehungskraft. Der 27-jährige BVB-Fan, der von allen nur Janni genannt wird, hat sein Leben komplett dem Fußball verschrieben. Als Groundhopper führt er ein Leben auf Achse. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viele Spiele ich in meinem Leben gesehen habe. Müsste ich jetzt hochrechnen. Ich habe in den letzten 3-4 Jahren grob überschlagen. Einen Schnitt von 300 Spielen im Jahr. Und ja, kommt schon einiges im vierstelligen Bereich zusammen. Es müssten jedenfalls sicher mehr als 50 und ich glaube auch mehr als 60 Länder sein. Hauptsächlich in Nordafrika, Europa und viel Südamerika. Begonnen hat alles mit seinen geliebten Schwarz-Gelben, deren Heimspiele Janni verfolgt, seit er 6 ist. Mit 12 ging es dann zu Auswärtsfahrten, erst sporadisch, später exzessiv. Es gab schon Jahre, wo ich mit Profis, Amateure, A-Jugend, B-Jugend, C-Jugend und F-Jugend und was es sonst noch so gibt, Handballdamen, auf mehr als 100 Borussia Dortmund-Veranstaltungen am Jahr kam. Im Prinzip hat Borussia Dortmund mir irgendwann nicht mehr ausgereicht. Ich habe zwar viel Borussia Dortmund gesehen, aber ich wollte dann auch mehr sehen. Wenn ich Janni jetzt beschreiben sollte, würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein total verrückter Typ. Der macht Sachen, die man eigentlich normalerweise vielleicht in dem extremen Ausmaß nicht so machen würde. Als er in Argentinien zum Beispiel war, waren das irgendwelche Begegnungen in der 5., 6. Liga, für die er tausende von Kilometern dann gefahren ist oder geflogen ist, um sich da irgendein Fußballspiel anzugucken mit ein paar hundert Leuten oder so. Nachdem er mehrere Jahre in Argentinien gelebt hat, ist Janni wieder nach Deutschland gezogen und will die Chance nutzen, sich auf Fußballplätzen in Osteuropa umzuschauen. 1200 Kilometer, 12 Stunden sind wir da. Wunderbar. Das hat jetzt einfach gepasst, die Polentour. Jetzt mit dem Pokalfinale unter der Woche in Europa sind sonst jetzt gerade in dieser Woche keine anderen Spiele, die mich angetrieben haben. Und das hat einfach jetzt alles gepasst, wie das eigentlich immer beim Hoppen so ist. Erstes Ziel der Reise ist das Grenzgebiet zur Ukraine. Immer im Gepäck des BVB-Fans die Abneigung gegen den FC Schalke 04 und dessen Vereinsfarben. Erstes Stadion nach 1112 Kilometern, 1109 Kilometern und wir sehen blau-weiße Sitze. Das ist natürlich ärgerlich. Aber gut. Im kleinen Ort Przeworsk wartet nicht nur das erste Spiel, sondern auch seine beiden Berliner Begleiter für die anstehende Hopping-Tour. Wir treffen jetzt gleich Jan, Mr. Polen und Bea, ein Mädchen aus der Union-Fanszene, die ich selber noch nicht kenne. Und dann werden wir gemeinsam etwas durch Polen fahren und Fußball gucken. Wahrscheinlich gibt es keinen Menschen auf dieser Welt, der mehr über polnischen Fußball weiß als Jan Krapf. Und deswegen ist es mit ihm aber besonders schön, durch Polen zu fahren. Gäste da, Junge. Grüß dich. Gut angekommen, oder? Alles super. Ja. Bei dir? Ja. Moin. Bea. Dani, hi. Hallo. Alles gut? Glückwunsch zum Meister. Dankeschön. Haben wir uns verdient.
You'll be traveling home, calling from some old telephone. Splendid things will be arranged. The dealer will refuse your. Wie gesagt, so sieht halt ein typischer Ground aus in der polnischen vierten Liga. Ja, hast ein paar Sitze, wo die alten Opas sich hinsetzen, und dann hast du halt die Fantribüne wie dort halt. Und halt Sicherheitsstandard, nix. Siehst du an den Metall, was hier liegt, alles und. Danke. Wir gehen auf gar keinen Fall auf blaue Sitze. Der kleinste Schiedsrichter der Weltgeschichte. Genau. 1,20. In der Regel sucht man sich ein Spiel raus, was man irgendwie sehen will. Wie zum Beispiel jetzt das Pokalfinale in Polen. Und drumherum sucht man sich dann, was so reinpasst vom Weg, was es auch wert ist, weil es lohnt sich manchmal nicht, dann 3000 Kilometer Umweg zu fahren für ein Viertligaspiel. Dann guckt man lieber ein anderes Spiel oder auch gar nichts. Also im Prinzip hat man nur ein Hauptspiel und baut die Tour dann drumherum. Die Kontakte und das Wissen von Polenkenner Jan ermöglichen Bea und Janni in den nächsten Tagen neben der Hopping-Tour auch noch das Eintauchen in die Besonderheiten der polnischen Fankultur. In der Gegend, vor allen Dingen in den kleinen Orten, ist es das Ein und Alles, wenn man das meiste nicht mehr hat. Die sozialen Strukturen sind hier weggebrochen in den Ortschaften und das einzige Zusammenhalt, den die Jugendlichen noch hat. Ja, man hat die Möglichkeit, in die größeren Städte zu gehen oder ins Ausland, so wie es viele auch machen hier. Die kommen dann halt nur zu den großen Derbys, und die Jugend, die es noch nicht leisten kann, wegzugehen aus der Stadt, ja, die hält das hier zusammen, die hält die Fahnen für ihre Stadt aufrecht. Diese Besonderheit ist dieser kuriose Gästeblock dort hinten. Heute wohl keine Gästefans kommen. Das kann man nicht sagen, halt, weil die Gästefans immer vor dem Stadion abgefangen werden von der Polizei, bis die Heimseite erst drin ist und dann reingelassen werden. Aber es ist halt einfach ein total kultiger Gästeblock, weil ein Dach oben drauf ist und die Fans dort einfach nicht rauskommen. Die werden einfach nur eingeschlossen und fertig ist es. Ja, ich nehme ihn als menschenunwürdig wahr, definitiv. Diesen Gästekäfig. Viel mehr fällt mir da eigentlich gar nicht so ein, weil das ist wirklich einfach abstoßend. Der Gästeblock wurde hier vor 4,5 Jahren gebaut, weil der Verein kaum mehr finanzielle Mittel hatte, jedes Mal die Ordner zu bezahlen. Und da hier viele kleine Dörfer aneinander gereiht sind, gab es hier auch öfters Ausschreitungen. Also kam man halt einfach auf die Idee, diesen Gästeblock zu bauen. So musste man nur einmal Geld ausgeben und muss halt nicht mehr für die Ordner ausgeben. Der Fan kommt rein, aber nicht mehr raus. Durch Jans Polenkenntnisse werden einem auf jeden Fall viel mehr ehrliche Eindrücke verschafft, als man sonst hat. Weil sonst wird man sich Dinge zusammenreimen, die vielleicht nicht stimmen, was man sich so selber zusammenschustert, was einem ins Weltbild passt. Aber oft ist die Realität halt anders als das Vorurteil, als das Weltbild. Und deswegen ist es immer gut, mit einem Experten zu reisen. Am nächsten Tag wartet in Lodz der erste Höhepunkt. Über seine Kontakte hat Jan Krapf ein Treffen mit dem ehemaligen Capo von LKS Lodz arrangiert. Also dem ehemaligen Kopf der örtlichen Ultras. Die Bedeutung der Kapi ist zwar nur Szene-Insidern klar, die Auswirkungen ihres Tuns merkt aber auch der normale Fan. Erstmal, wenn er mit dem Megafon auf dem Podest steht, bestimmt der Capo während des Spiels die Lieder. Und ansonsten hat er in der Regel auch sehr viel Macht über den Stil, wie die Zaunfahnen aussehen, welchen Stil die Lieder haben, ob die dann eher den Balkan-Stil haben oder eher den italienischen oder eher den französischen. Das ist auch immer sowas bestimmt halt der Capo, den Way of Life der Gruppe, sag ich mal so, das Lebensgefühl der Gruppe auch mit. Das Wort Capo, auf Deutsch Kopf, kommt aus dem Italienischen. Italien ist das Ursprungsland der Ultrabewegung.
Jörg. Beatrice. Nice to meet you. Hi. Kai. Jan. How are you? Arthur. Okay. Nice to meet you. Wie sagst du, Bierwerk? 16 Jahre lang war er Capo bei LKS Lodge, also Vorsänger. Hat vor im Dezember aufgehört aus Altersgründen. Und aber denke mal, der wird uns heute mal das andere Lodge ein bisschen zeigen. Spiewak führt seine deutschen Gäste in die Besonderheiten der Stadt ein. Lodge ist fußballtechnisch in der Mitte geteilt. Im Westen werden die Stadtteile von Fans des Clubs LKS beherrscht. Im Osten haben die Anhänger des Erzfeindes Vícev das Sagen. Wichtigstes Mittel zur Abgrenzung und Kennzeichnung der Bezirke ist Graffiti. Zwar gibt es auch in anderen polnischen Städten einen Kampf zwischen verfeindeten Fanszenen, aber nirgendwo ist dabei die Trennung der Viertel so strikt wie in Lodge. Spiewak gibt Bea, Janni und Jan einen Einblick in die wichtigsten Viertel der LKS-Fans. The man will trade nothing for your flesh tonight. Not a lonely dancing tour. The girls will dance in black and white. Normalerweise hat man als Hopper halt eher den Blick von außen. Und er hat halt dann doch ein paar Dinge erzählt, die einem halt dann doch mehr erschließen, als man sich eigentlich vorstellen hätte können. Zum Beispiel mit Graffitis und so, warum, wieso, weshalb da jetzt was ist und so. Das fand ich halt sehr, sehr aufschlussreich. Wer in einer der oberen polnischen Ligen Fußball sehen will, der braucht vor allem eins: Geduld. Im Vorwege der Euro wurden diverse neue Vorschriften eingeführt. Der erstmalige Besuch eines Stadions entwickelte Züge eines Verwaltungsaktes. Jeder Verein hat in der ersten und zweiten Liga in Polen mittlerweile solch eine Fankarte. Auf die Fankarte wird man halt registriert. Nur mit dieser Karte kannst du dir eine Eintrittskarte kaufen. Also du musst die Karte erst vorweisen und wenn du die vorgewiesen hast, dann bekommst du erst eine Eintrittskarte. Gilt die für die ganze Liga? Also Nein, die gilt ja nur für diesen Verein. Okay, also müsste ich mir fürs nächste Spiel beim nächsten Heimverein wieder eine kaufen? Musstest du dir auch wieder eine kaufen. Okay. Das ist eine ganz blöde Situation. Das haben sie aber gemacht, weil sie halt die Sicherheit hochschreiben wollten. Bevor der Besucher seine Fankarte, die Karta Kibica, bekommt, muss er sich mittels amtlichen Dokuments ausweisen und einen Antrag ausfüllen. Die Aufnahme eines Fotos ist die letzte Formalie. Wenn der Neubesucher nicht stundenlang warten will, sollte er diese Prozedur weit vor dem Spiel auf sich nehmen. Also wie gesagt, er hat jetzt noch mal kurz gesagt, das ist ein neues Gesetz in Polen, was vor der EM geschaffen wurde, dass halt dein Gesicht muss aufgenommen werden, wenn du in den Stadion gehst. Das muss genau bei einer Frau gemacht werden, das muss beim Kind gemacht werden, alle müssen. Das Kranke ist dabei, die Gästefans müssen bis 24 Stunden vorher eine Liste geschickt haben, wer alles kommt, mit Namen, Namensliste, mit Personalausweisliste. Die wird dann bei der Polizei abgeglichen, ob die irgendwo registriert wird. Und die dürfen dann auch nur ins Stadion. Also jeder, der dann vor dem Stadion steht, wird geguckt, ob auf der Liste draufsteht und registriert wird. Ich fand super, dass Jan das Treffen klar gemacht hat. Fand ich echt beeindruckend. Ich finde halt wirklich krass, auf der einen Seite diese Repression und auf der anderen Seite verkaufen sie Sturmhauben im Stadion. Das ist halt, krass. Das LKS-Stadion in Lodz ist einer der letzten alten Grounds in Polens erster Liga. Ich gehe auf die Fan-Tribüne, treffe mich dort mit Spiewak, werde noch ein bisschen rumquatschen, alles. Ja, vielleicht wollte ich noch ein bisschen andere Sachen erzählen. Okay. Hab viel Spaß, haut rein, Bea. Pass auf dich auf. Wir sehen uns. Ciao. Beim Einlass ins Stadion wird das Bild von der Karta Kibica mit dem Besucher abgeglichen. Für LKS und seine Fans geht es heute um alles. Der Verein steht kurz vor dem Abstieg, ist hochverschuldet und würde ohne die in diesem Falle fehlenden TV-Gelder wohl vor der Insolvenz stehen. Ja.
starkes Stadion irgendwie, ne? Also ich finde das irgendwie, dieses Runtergekommene ist irgendwie ganz cool. Wo ich es eigentlich, ja, finde es ein bisschen schade, diese davor gebaute Tribüne, diese Stahlrohr-Tribüne ist nicht so schön. Kurve ist eigentlich ganz nett. Dafür, dass sie 2-0 zurückliegen, passt es. Ja, Gäste sind wenigstens auch da. Geh, Junge. Ja, ich hab schon. Skorka? Lodge verliert das Spiel und ist damit so gut wie abgestiegen. Was für Nicht-Betroffene eine Statistik im Sportteil ist, ist für die Fans ein Weltuntergang. Nach dem Spiel blockiert ein großer Teil der LKS-Fanszene den Spielerausgang. Aufgebracht, weil die haben ja nach dem Schlusspfiff haben sie nicht gepfiffen gegen ihre Mannschaft, obwohl der Abstieg fast feststand. Ja? Aber die Sache ist, die haben den Spielern überlassen, selber zur Kurve zu kommen, ohne zu rufen. Ja? Und die Spieler sind einfach nicht gekommen und dann haben sie einfach gerufen, Angsthasen, also Bayerzi, Bayerzi. Und die sind trotzdem nicht gekommen. Und haben gesagt, wenn ihr nicht kommt, dann kommen wir zu euch halt rüber. Die wollen den Spieler nicht, also die wollen ihn einfach nur an die Ehre packen. Ja? Das ist also die werden gleich nicht, wenn die Spieler rauskommen, die... Nein, das Einzige, was ist, wenn irgendwie die Polizei irgendwelche Scheibe spielt, aber sonst nichts. Das ist halt der Hauptkeiner bei der Sache. Ist überhaupt keine Polizei, wissen, ne? Gar nicht. Links alles schon mit Schusswaffen, alles okay, bereit. Haben auf jeden Fall einen Stift in der Hose gerade, ne? Genau, weil das Erste war, als sie runtergekommen sind, haben die Jungs gerufen, auf die Knie, ja. Okay, zum Spielern. Ja. Und jetzt müssen wir einfach schauen, was hier passiert. Ja. Okay, aber sie werden ihre Spieler nicht angreifen, da kannst du sicher sein. Okay. Das ist nicht so. Ja. Okay, es wird jetzt diskutiert, jetzt zeigen sie, sie haben Arsch in der Hose und haben sich gestellt. Okay. Kurz, weil die Polizei sich nämlich in die andere Richtung bewegt gerade, deshalb ist Jani jetzt losgegangen, werden wir wahrscheinlich auch Gästefans halt... Es kann halt sein, dass es von der anderen Seite gerade knallt. Kamera aus und weg. Die sind ganz heiß auf Kamera, Leute. Also ich fand es sehr diszipliniert, auch diese Aktion nach dem Spiel. Also sowas wird in Argentinien nicht gut ausgehen. Auf gar keinen Fall. Da wird irgendwer eine Knarre dabei haben, ein Messer dabei haben und dann wird es halt wirklich Verletzte und Tote geben. Und in Polen ist es halt schon viel disziplinierter. Am nächsten Tag geht es zum Pokalfinale nach Kielce. Permanentes Reisen ist Alltag für Groundhopper. Ich hatte meine 48 Stunden Busfahrt und da denkt man vorher auch, was mache ich jetzt? Aber man steigt ein und steigt wieder aus. Also das ist, man geht halt gleich ganz anders ran und deswegen langweilt man sich auch nicht. Auch bei der Suche nach günstigen Schlafplätzen sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ich kann jedem nur empfehlen, in Manchester Airport, Terminal 2, hat man eine Bahn, die einen direkt ins Zentrum fährt in 10 Minuten. Man hat Bänke ohne Armlehnen, da kann man sich lang machen. Man hat Duschen, man hat alles. Das habe ich schon mal 14 Tage gemacht, war aber kein Problem. Vor dem Pokalendspiel in Kielce bekommen Bea und Jani noch einmal einen anderen Einblick in den polnischen Fußball. Danke. Denn Jan hat einen hochrangigen Bekannten im Schlepptau. Ja, merkst du selbst, ne? Darius. Ja, hallo. Hi, Jani. Hi. Wie gesagt, Darius, den habe ich in Berlin bei einer Podiumsdiskussion kennengelernt. Es ging dort über den polnischen Fußball. Obwohl wir nicht immer einer Meinung waren, haben wir uns fantastisch gestritten, aber super verstanden. Ich bin im staatlichen Organisationskomitee. Ich bin in diesem sozialen Bereich angesiedelt und ich mache ein paar Projekte, die wir zusammen mit Fußballfans zu Euro 2012 und darüber hinaus organisieren. Also sowas ähnliches wie Fanprojektarbeit in Deutschland? Also letzten Endes, was ich sehr hoffe, dass nach diesen 3 Jahren Vorbereitung übrig bleibt, das sind Fanprojekte. Das ist das, was über Euro 2012 hinaus bestehen bleiben soll in Polen. Okay. Ich würde gerne die Fankultur in Polen von Gewalt befreien. Das ist mein erklärtes Ziel und das sage ich einem jeden Menschen, auch einem Hooligan. Darius Lapinski versucht, den Kreislauf von Fangewalt und verstärkter staatlicher Repression zu durchbrechen.
Denn ohne Zweifel ist Gewalt das größte Problem des polnischen Fußballs. Das prominenteste Beispiel war dabei das Pokalfinale 2011 zwischen Lech Posen und Legia Warschau, bei dem es zum Platzsturm und zu massiven Auseinandersetzungen kam. Für Lapinski ist ein Ende der Gewalt, auch für die Fans selber, extrem wichtig. Durch Gewalt werden Gesetze verschärft. Das sind werden Maßnahmen getroffen, die praktisch ein jeder Fan auszubaden hat. Das ist alles sehr schade. Wenn ich aber diese Gewaltproblematik angehe, dann muss ich auch damit rechnen, dass die Clubs, die Öffentlichkeit, die Polizei auch Gewalt von Nicht-Gewalt unterscheiden können. Das Pokalfinale steht auch in diesem Jahr im Fokus der Verantwortlichen. Bea verschafft sich mit Jan einen Eindruck. Leger kommt an den Bahnhof hier an und weiter hinten ist noch ein anderer Bahnhof an und dann kommen halt die Blauen an. Hochrauschhof kommt halt an. Du merkst einfach die Ruhe vor dem Sturm. Es ist irgendwie alles ganz leise vom Bahnhof, keine Geräusche, wo es immer laut ist am Bahnhof und in ein paar Minuten geht's los hier. Weiter nach vorne gehen ist, glaube ich, jetzt die sichere Sache, weil die Jungs machen keinen Spaß. Das ist klar, okay? Ich war ziemlich überrascht, dass heute eigentlich ziemlich wenig Polizisten im Einsatz waren. Das kennt man im Liga-Alltag viel, viel mehr. Ich glaube, die polnische Polizei hat in den letzten 4-5 Jahren enorme Fortschritte gemacht, wirklich enorme Fortschritte. Der Umgang mit Fangruppen hat sich sehr verbessert. Die Fans werden vor allem nicht mehr als eine Masse behandelt. Die Täter werden einzeln identifiziert. Es wird auf Dialog gesetzt. Das funktioniert vielleicht nicht immer so, wie sich die Polizei das wünscht, aber man sieht wirklich sehr, sehr starke Bemühungen und die ersten Ergebnisse dieser Bemühungen schon von Seiten der Polizei. Wir sind überall, wo unsere Liga spielt. Bei den Kalibern und so, wie sie teilweise geguckt haben, dachte ich mir auch so zwischendurch, so, naja, ein Stückchen zurück können wir noch mal gehen. So sieht es aus, wenn Liga zu einem Auswärtsspiel ankommt. Und das war gerade mal ein Sonderzug gewesen. Ja? Und ich würde sagen, es waren noch nicht die Hardcore-Leute dabei. Was für den polnischen Fußball als gemäßigt gilt, ist für deutsche Verhältnisse immer noch eine massive Polizeipräsenz. Sachen für die Gewalt im polnischen Fußballstadion sehe ich eher darin in der Perspektivlosigkeit in dieser Gesellschaft, dass man kaum andere Möglichkeiten hat, die einem vom Staat gegeben werden. Deshalb sind für mich diese Fanprojekte verdammt wichtig, ja, dass man das bei den Wurzeln packt, dass man den Leuten Möglichkeit gibt, auch woanders hinzugehen. Hier hat die Fan nur die Möglichkeit, zur Hulkneipe zu gehen. Und da wird man automatisch Hooligan. Jenseits der höheren Gewaltbereitschaft drängt sich für Außenstehende aber auch der Eindruck auf, dass Fans in Polen von Verband, Ordnungsdiensten und Polizei ausschließlich als Problem wahrgenommen werden. Gästefans haben es generell ein bisschen schwierig in Polen, das stimmt schon. Das hängt damit zusammen, dass die Eingangskontrollen wirklich ewig dauern. Und manchmal ist es nötig, sich 3-3,5 Stunden vor dem Spiel am Eingang einzufinden, wenn man da wirklich pünktlich hineingelassen werden will. Beste Beispiel ist im Stadion von Legia Warschau. Als Wisla Krakau mit 1600 Fans gekommen ist vor einigen Monaten, wurde gebeten von der Polizei, dass sie 6 Stunden vor Spielbeginn alle da sein sollten.
Trotzdem waren zum Anpfiff nicht alle 1650 Fans im Stadion. Die Fankurven fand ich unglaublich laut. Unglaublich laut, dafür, dass es halt auch relativ wenige Leute waren. Wenn man das mit deutschem Maßstab jetzt nimmt, waren das ja 3.500 auf jeder Seite. Und ja, wenn wir mit 80.000 in Dortmund mal alle singen, dann ist das nicht so laut. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend, dass wenn die singen, wie laut die singen. Und da fliegen einem schon die Ohren weg. Das ist, was ich grundsätzlich am polnischen Fußball oder an der Fankultur des polnischen Fußballs nicht mag. Es ist relativ entkoppelt vom Fußball schon. Also ich glaube, hätte Ruch das Ding 3-0 gewonnen, wäre alles mehr oder weniger gleich gewesen. Well, I'm not really interested in football. Of course, it's really nice when Legia is winning. I really like it. But it's not the most important for me. The most important for me is to present good as a Legia on the tribunes, and I'm doing my best to help in this. For me, the most important is this game on the tribune. Yeah, our choreographies, our pyro shows, our screaming, our singing, and players can even lose their game. For me, the most important is after game that I can say, yeah, but we did our best. When you can feel this energy, this emotions on the tribunes, and you can feel that this game is not only on the pitch. Because football without fans is nothing. I don't think that normal people can understand it. Really, this moment when you are on the sector with many other fans, and there are so big emotions and everything, and I think that pyro is some way to show these emotions. Eine objektive Tatsache, dass das Pyrotechnik ein Teil der Fankultur ist, und zwar weltweit. Und das, was gestern passiert ist, das macht mich schon ein bisschen traurig, ein bisschen nachdenklich, weil das in diesem Sinne, dass das Pyrotechnik ursprünglich gedacht wurde oder benutzt wurde als eine optische Untermalung dessen, was auf den Rängen geschieht. Und inzwischen ist es verkommen zu einer Protestaktion. Das Ziel der ganzen Aktion war, allen zu zeigen, dass wir als Fans trotz aller Kontrollen imstande sind, Pyrotechnik in die Stadien zu bringen. Die Mannschaft kam ja dann Richtung Kurve, durften aber scheinbar nicht alle rüber. Und ich dachte nur so, was macht er jetzt mit dem Pokal? Was macht er mit dem Pokal? Und dann ging der Kapitän, war das, glaube ich, Richtung Stau, und ich dachte so, oh geil, 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 und drückte ihm den ausgerechnet in die Hand, und das fand ich schon stark. Das war für mich der einzige emotionale Moment des Abends. Also, weil selbst nach dem Tor alle so ein bisschen geklatscht und ja, aber dann ihr Lied auch weiter gesungen, aber da war zum ersten Mal, dass alle Leute wirklich ausgerastet sind und jetzt nicht Tränen in den Augen hatten, aber da waren schon alle emotional berührt.
Und ansonsten war es ja sehr Programm runterspulen, aber dieser Punkt war unfassbar beeindruckend für mich. Das nächste Ziel heißt Warschau. Die polnische Hauptstadt ist die Heimat von Legia-Vorsänger und Capo Staruch. Was steckt hinter der Person, die auf der einen Seite von der Mannschaft den Pokal in die Hände bekommt, aber auf der anderen Seite in Warschau selbst Stadionverbot hat? Jan hat für Bea und Janni ein Treffen organisiert. Jan habe ich kennengelernt in einem Zug in Buenos Aires. Wir sind zusammen zu einem Spiel gefahren und standen zufällig nebeneinander. Und ja, kamen wir ins Gespräch, haben uns gut verstanden, angefreundet. Jan hat von Fußball keine Ahnung. Jan achtet hauptsächlich auf die Tribünen. Also es ist immer lustig, wenn wir dann versuchen, uns über Spiel zu unterhalten. Dann kommt meistens, keine Ahnung, habe ich nicht gesehen. Also Jan ist Fan der Fankultur hier. Und nicht des Fußballsports an sich, was mich auch bei dem Fußball in Polen wenig wundert. Staruch ist in Polen in Bezug auf Fußball sowas wie Staatsfeind Nummer 1. Er ist ein bisschen eine Symbolfigur für viele Medien geworden, für all die schlechten Sachen, die man mit Fans assoziiert. Und natürlich ist die Wahrheit eine andere. Es ist ein ganz, ganz normaler Mensch, ein Ultra. Ein Capo der Legia-Kurve. My whole life means that everything is my life is not as important as Legia and everything I do always with thinking about Legia and this is the most important thing in my life. Beim Treffen im Museum von Legia Warschau bekommen die Deutschen einen Einblick in Staruchs Sicht auf den polnischen Fußball. There is not so strict division between ultras and hooligans in Poland. For me, it was always like this: that when it's necessary, everybody have to sing, and when it's necessary, everybody have to fight. So that's all, yeah. So here you can see, yeah, it's the most important part of exhibition for me, because here we have original chairs from old Gileta, from the old stadium of Legia, which was placed in the same place, like the stadium, like the stadium now. But you know, I'm a really sentimental guy, and I really miss this stadium, miss these moments, which you can see here on these pictures. It was really good, and it was really totally other times for fans, for ultras. But you know, I really miss these moments, and everybody can see what happened with football during last 20 years. Now it's just a commercial circus for rich people. Even here in Poland, prices of tickets are really so expensive. So, you know, it's also part of modern football, that football is for businessmen, for big corporations, not for normal people. And generally, sport should be for people. Your cup? My cup. Yes, my cup. Why it's my your cup? Cup. All of Legia fans' cup. Yes? Yes, yes. How was the feeling to touch it, to hold it in the hand? Yeah, it was really great feelings, and especially when players came to the tribune and gave this to us. I really felt that we are also the fathers of this of this success. They had vielleicht einige Sachen gemacht in seinem Leben, die ich so nicht begrüßen würde, aber das ist jetzt definitiv kein Schwerverbrecher, wie es von manchen Medien so behauptet wird. Auch kein Held. Von Polen geht es weiter in die Ukraine. Der Fußball treibt Janni an und immer weiter. Fußball ist das Wichtigste in meinem Leben, definitiv. Ganz, ganz einfach, Punkt. Ich weiß nicht, ob das wichtiger ist als die Freundin. Weil das ist ja nicht so, dass es, ja, vielleicht kann schon irgendwann mal der Punkt kommen, dass es sich gegenseitig ausschließt. Aber wenn es sich dann ausschließt, war es ja auch nicht die richtige Freundin.
Während Jan vorwegfährt, entdecken Janni und Bea zufällig einen kleinen Fußballplatz zwischen der polnischen Grenze und Lemberg. Das ist das neue Vereinsheim. Ich find's cool hier irgendwie. Also hier dieser VIP-Bereich, der da gerade oben fertig gemacht wird. Schon ein bisschen dekadent, ja? Die Trainerbank, das schöne cool. Rasenmäher, die Anzeigetafel mit dem Feld im Hintergrund. Ich finde das ist Fußball hier. Das ist geil. Das ist cool. Das gefällt mir. Das mag ich. Wir können auch Sonntag um 9 Uhr spielen, würde ich aufstehen und von Lemberg hier hinfahren, dann auch immer. Ey, ehrlich, du stehst, du genießt rum, sobald du ist egal, wenn der Ball rollt, stehe ich auf. Ich habe noch nie verpennt, noch nie ein Fußballspiel verpennt. Dann kann ich aufstehen, wenn ich will. Egal. Oder durchballern ist auch immer eine gute Option. Bei der Frage, wann auf dem Platz ein Spiel stattfindet, helfen zwei Umstände weiter. Die Anwesenheit der Platzwarte und die Tatsache, dass Bea Russisch auf Lehramt studiert. Меня вопрос, когда будет матч? Футбол в неделю. Неделю? И сколько времени? 2-4, типа. 2-4. Aus dem Russisch-Ukrainisch-Englisch-Kauderwelsch meint Bea verstanden zu haben, dass übermorgen um 2 Uhr ein Spiel stattfindet. Mit Bea komme ich super klar, sehr umgänglicher Mensch. Alles top, alles gut. Als Frau hat man es mega schwer. Und sich als Frau Respekt zu verschaffen in dieser doch sehr, sehr männlich geprägten Szene, ist auf jeden Fall schwer. Ich glaube, Frauen müssen Dinge länger machen, immer besser machen, intensiver machen, damit sie anerkannt werden. Wichtige Regel für Groundhopper: Es kommt sehr oft anders, als man denkt. Eigentlich war der Plan, in Lemberg die Sachen in die Unterkunft zu bringen und direkt weiter nach Lusk zum ukrainischen Pokalhalbfinale zu fahren. Aber Bombenanschläge in Dnipropetrovsk bringen die Planung komplett durcheinander. In der Ukraine wird die höchste Sicherheitsstufe ausgerufen. Auf den Straßen stadtauswärts geht nichts mehr. Noch weniger geht nur noch bei Beas und Jannis Laune. Und ich würde natürlich auch gerne das EM-Stadion sehen. Ist dann die Frage, ob wir noch was vorher haben. Ich kann heute Fußball gucken. Jetzt, morgen ist gerade weg. Haben wir irgendeine Chance, dahin zu kommen noch? Ich weiß, ohne realistisch gesehen, nein, definitiv nicht mehr. Ich hatte mal eine Phase, wo ich wirklich jeden Tag ein Fußballspiel gesehen habe, so hat es angefangen und dann wurde es irgendwann zwanghaft. Aber gut, es hat mir damals eine Erfüllung gegeben und deswegen bereue ich es auch nicht. Es war okay. Verzweifelt versuchen die drei Groundhopper noch ein Spiel zu finden, aber die Mühe ist vergeblich. Niemand tritt in erreichbarer Nähe noch vor irgendeinen Ball. Erschwerend kommt hinzu, dass der FC Lviv, der Zweitligist in der Stadt, seine Teilnahme am Testspiel am nächsten Tag in der EM-Arena in Lemberg aus unbekannten Gründen abgesagt hat. Und nun? Die Schönheit der Stadt Lemberg entschädigt am nächsten Tag ein wenig für das ausgefallene Fußballspiel. Sightseeing ist aber oft nur ein Abfallprodukt des Hoppens. Wenn man jetzt eine größere Tour macht, eine längere Tour macht und wirklich eine Woche unterwegs ist, dann kann man halt schon was aufnehmen. Das kommt wirklich dann immer auf den Spielplan an oder auf die Tour an. Da kann man sehr schlecht eine generelle Antwort zu geben. Ich bin begeistert von der Stadt, weil mich die Stadt sehr doll an Krakau erinnert, in Polen. Mit einem wunderschönen Marktplatz, mit vielen verwinkelten Gässchen, vielen Cafés. Also gefällt mir sehr, sehr doll die Stadt. In der neu erbauten EM-Arena in Lemberg, Spielstätte der deutschen Nationalmannschaft, findet statt des Testspiels des FC Lviv nun je eine Halbzeit mit einer U16 und einer U17-Mannschaft statt. Der von der UEFA geforderte Test ist für einen Hopper so attraktiv wie ein Saunabesuch für einen Schneemann. Mangels Alternative bleibt aber keine Wahl. Die Begeisterung hält sich in engen Grenzen. Der erste Eindruck war, als ich reinkam, Popcorn-Feeling mit Softgetränk. Das war es einfach. Kann höchstens laut werden,
wenn alle aufstehen und die Sitze klappern. Aber sonst wird es nicht lauter hier in dem Stadion. Grundsätzlich beim so Events gehen halt Leute ins Stadion, um den Event mitzunehmen. Aber nur um, oder oftmals nur um irgendwie mit der Masse irgendwas zu feiern, egal was es ist. Die Reise in die Ukraine war bisher fußballtechnisch ein Totalausfall. Die Hopper zieht es zurück zum kleinen Platz in Dobrosin. Ruhe ist ein Fremdwort. Groundhopper sind ruhelose Menschen grundsätzlich schon, weil sie halt extremes Fernweh haben und immer auch bei der Tour die nächste Tour planen und dann nach dem Spiel noch ins Internetcafé laufen oder am Laptop sitzen im Hotel und die Spielpläne für die nächste Tour studieren. Es steht die Frage im Raum, ob Bea die Platzwarte richtig verstanden hat und heute wirklich ein Fußballspiel auf dem Ground in Dobrosin stattfindet. Die drei haben Glück. Es finden sogar zwei Spiele statt. Eines der Jugendmannschaft und eines der Herren. Never be what is in your heart. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rape yourself and rape yourself. Take all the courage you have left. Wasted on fixing all the problems that you have. Nein! Bitte vor, Junge! Alter, verstehe ich nicht. Trotzdem. Also das hier ist auf jeden Fall mehr Fußball als das Ding gestern. War ja kein Fußball, das hat ja mit Fußball gar nichts zu tun. Authentisch hier dran ist eben, dass die Leute hier, jeder im Stadion nur hier ist, um das zu sehen. Das ist halt cool, das ist super, das mag ich. Der alte Opa hier links, der seinen Enkel hier sieht, der ihm vom Fahrrad gefallen ist, ist wunderbar, ist ehrlich. Ich finde einfach, dass es ein schönes Hobby ist, weil man viel sieht von der Welt und immer einen schönen Anlass hat, noch was Neues zu erleben, noch was. Einen schönen Magneten hat, der einen woanders hinzieht. Und man dadurch eben auch viel Land, Leute, Kultur und es eröffnet einem viel, finde ich. Und das finde ich halt schön, dass der Fußball immer ein schöner Anlass ist, zu reisen.